Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dieses hier mit zu viel Kleinkinder-Szenario-Challenge. Und ja, zurück mit bei der Familie Forrest. Ja, bei einem guten Kay mit seinen drei Kleinkindern. Warum schläfst du nicht? Ich habe dich gerade ins Bett gebracht. Ja, Kane ist gerade dabei, die Kinder irgendwie in den Schlaf zu lesen, aber naja, es funktioniert halt so mehr oder weniger gar nicht gut. Milan, wieso bist du denn schon wieder wach? Du hast Hunger, aber ihr habt doch vorhin alle gegessen, dachte ich. Okay, weißt du was? Dann nehmt ihr mal noch Macaroni mit Käse. Das kannst du nicht nehmen. Okay, warte, dann hol ich's dir raus. Gut, dann isst bitte die Portion und danach versuchen wir dich dann nochmal ein bisschen in den Schlaf zu lesen. Und Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Also, das sollten wir ja wirklich sehr, sehr schnell hinkriegen und aufräumen. Wieso hast du eigentlich noch Macaroni mit Käse? Okay, das ist leer. Okay, zwei von drei Kindern schlafen schon mal. Das ist sehr gut. Gut, das dritte ist. In der Zeit kannst du ja noch aufräumen. Quatsch. Kane ist jetzt an sich gar nicht so müde. Ich überlege, ob ich dann mit ihm schon mal anfange, das erste Buch zu schreiben. Gut, aber erstmal isst du und danach müssen wir versuchen, ihn wieder ein bisschen in den Schlaf zu lesen. So, Mila hat fertig gegessen. Dann würde ich sagen, Mila in den Schlaf lesen. Und wenn wir das dann fertig haben, ist schon mal super. Ich kann in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen aufräumen. Und wenn das geschafft ist, könntest du schreiben, Genrebuch schreiben. Kinder, ja, warum nicht? Starten wir halt mit dem Kinderbuch. Okay, die Kinder schlafen, das ist super. Dann geht es jetzt daran, das erste Buch zu schreiben, beziehungsweise damit anzufangen, mit ein bisschen Glück unser erstes Geld zu verdienen. Okay, wie nennen wir das jetzt so? Okay, wir nennen das Buch Milo und Timmys Abenteuer, Teil 1, inspiriert von Mein Katzen. Okay, Kane, dann schreibe. Bring viel Geld nach Hause. Übrigens, am Montag würde ich gerne mit dem allen zusammen mit der ganzen Familie zum Park gehen. Ich habe nämlich so einen kleinen Kleinkinderpark aus der Galerie runtergeladen. Und da können wir auf jeden Fall den nächsten Tag verbringen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, dieser Vampir kommt nicht zu uns. Ich meine damit dich, Caleb. Du bist Caleb. Ja, du bist Caleb. Ich habe keine Lust, dass wir hier schon wieder ausgesaugt werden. Das ist nämlich immer besonders nervig, wenn dann irgendwelche Vampire ankommen und ja, in den Sims rumnuckeln. Was ist das? Ah, das ist dieses. Das können wir auch noch machen, diesen Aktionsplan, fällt mir gerade ein. Aber das würde ich einfach ganz bequem am Briefkasten machen. Wir können ja mal gucken, was es alles so für verschiedene Möglichkeiten gibt, für die man abstimmen kann. Okay, da musst du aber direkt dort. Welcher ist denn jetzt unser Plan? Okay, ich denke, das hier ist unser Briefkasten. Dann können wir da mal gucken. Ich werde jetzt auch nicht so spät mit ihm ins Bett gehen. Er hat ja circa ein Viertel geschrieben. Ich würde sagen, das reicht. Er hat auch die Schreibfähigkeit erreicht. Ich finde Förderung der kreativen Künste ganz gut. Eine echte Künstlergemeinschaft zeichnet sich durch die gemeinsame Leidenschaft für die kreativen Künste aus. Unterstütze diese Lebenseinstellung mit deiner Stimme und du wirst nicht nur durch den befriedigenden kreativen Prozess, sondern auch durch den durch Malen, Fotografieren, Schreiben, Fabrizieren und anderen künstlerischen Aktivitäten erzielten Einfluss belohnt. Wer als Maler, Stilbeeinflusser, Freelancer, Fabrikant oder Schriftsteller tätig ist, wird zudem besser bezahlt, während diese NAP in Kraft ist. Ja, das finde ich gut. Ich würde sagen, dafür stimmen wir ab. Wir gehen da mit den ganzen Stimmen rein. Wir haben leider nicht genug wie Spaß, Gemeinschaft und so, aber vielleicht stimmen ja noch ein paar Leute ab. Und dann würde ich sagen, Kane, gehst du jetzt auch schlafen? Ist ja schon Mitternacht. Geht ihr dann morgen früh auch bald wieder los? Vor allem, wenn die Kinder dann bald wieder wach sind. Wie sieht es denn bei euch aus? Ja, doch, die sind eigentlich alle noch gut müde. Also ein paar Stunden sollte er auf jeden Fall gut durchschlafen können. So, ein neuer Morgen. Annabelle geht direkt los, um ihren Vater aufzuwecken. Und sie weint. Aber Kane ist sowieso schon wach, denn der muss jetzt auch nochmal auf Toilette. Und dann wollte ich eigentlich mit den Kindern aufs Töpfchen gehen. Aber ich glaube, die haben jetzt schon alle in die Windel gemacht, so wie es aussieht. Ja, okay, gut. Dann halt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir was zum Frühstück. Das Coole ist, ich kann wieder Torten herstellen. Irgendwie geht das jetzt wieder. Aber ich habe auch alle meine Mods mal neu gemacht. Das lag wahrscheinlich wirklich so ein bisschen mit daran. Ja, komm, dann machen wir so ein laktosefreies Milchbrot. Vielleicht wird das ja was Gutes. Genau. Und während Kane kocht und die beiden Jungs noch schlafen, spielt Annabelle schon mit ihren Teddy. Ja, mit der Ausbildung, das lassen wir mal für ein Studium, hat Kane jetzt wirklich keine Zeit. Aber du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen hier mit deinem Teddybär spielen. Ein bisschen umarmen und prappeln. Und wir müssen euch unbedingt Töpfchen Level 2 beibringen. Aber das schaffen wir schon noch irgendwann. Dann könnt ihr nämlich auch vollständig alleine hingehen. Ja, die beiden sind dann, denke ich, auch bald ausgeschlafen. Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr schön. Ja, Milan ist auch schon wach. Du bist wach. Gut, wir stellen das Brot mal oben hin, dann würde ich sagen. Rufst du mal bitte alle zum Essen. Im Inventar von Kane wurden Ohrkopfhörer abgelegt. Das ist schön. Die können wir nicht verkaufen.
Okay, die hat er jetzt heute einfach so. Ist vollkommen in Ordnung, gut, ihr Kleinen. Kinderchen, dann tabbelt mal zum Essen und holt euch was. Ich hätte sie jetzt eigentlich alle schön in den Hochstuhl setzen können, aber geht schon mal so. So, dann kommt der Rest des Brotes hier rein. Dann lasst es euch mal schmecken. Wie sieht es bei dir aus? Komm, dann kannst du mal eine schnelle Dusche nehmen, während die Kinder futtern. Das bietet sich ja an. Und wenn wir damit fertig sind, oh, Level 2 der Bewegungsfähigkeit schon erreicht, würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt mal in den Park. Hier der gute Aiden könnte aber nochmal vorher aufs Töpfchen gehen. Das können wir nochmal machen. Der hat noch nicht in die Windeln gemacht. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und bieten ihn nochmal schnell an, mit uns zusammen aufs Töpfchen zu gehen, solange das noch funktioniert. Ich räume natürlich wieder die ganzen Teller auf. Das mache ich sehr, sehr gerne. Da unterstütze ich den guten Kanex ein bisschen. Drei kleine... Wieso hat das jetzt... Geht ihr jetzt aufs Töpfchen? Ja, ihr geht aufs Töpfchen. Sehr schön. Dann geht mal fleißig aufs Töpfchen. Und ihr beiden könnt jetzt so lang ein bisschen miteinander brabbeln, um da auch ein bisschen die Kommunikationsfähigkeit nach oben zu treiben. Obwohl die auch schon wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Oh, das ist so süß, wenn Kleinkinder zusammen kuscheln. Annabelle hat Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erworben. Richtig, richtig gut. Oh, und Aiden hat jetzt Level 2 der Töpfchenfähigkeit und kann jetzt allein das Töpfchen benutzen. Richtig cool. Okay, wir machen das noch schnell sauber. Und danach gehen wir dann auch los, wirklich in den Park, weil es ist jetzt schon mittags und ich möchte heute unbedingt noch in den Park gehen. Und Milan hat Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht, wie gesagt. Also, ich denke mal, wir werden gar nicht so lange brauchen für Level 3 und 4 Fähigkeiten. Aber wir reisen jetzt erstmal zum Park. Okay, wir sind da. Ich habe dem Grundstück auch das Merkmal Kinderparadies gegeben. Deswegen hoffe ich wirklich, dass hier ganz, 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 ganz viele Kinder hinkommen und ja, ein bisschen hier spielen. Eigentlich hätten wir auch Kleinkind beim Klettern helfen, ne? Aber egal. Obwohl, eigentlich nicht egal. Hör mal auf zu rutschen. Das kann ja er hier gemeinsam mit dir machen. Und die anderen beiden können ja ins Bällebad gehen. Und dort ein bisschen spielen. Ah, doch, hier hinten ist ein Grill. Ah, ich habe hier noch einen platziert, den habe ich gar nicht gesehen, dass hier hinten ein Grill ist. Ja gut, egal. Gibt es halt zwei Grills. Ah, hier gibt es wirklich richtig, richtig viel. Sehr schön. Hey, warte, bleib mal schön hier. Wo rennst du denn hin? Annabelle beim Rutschen. Oh, okay. I see. Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, direkt nochmal eine Runde rutschen. Annabelle und Kane sind soeben gute Freunde geworden. Das ist sehr schön. Und die beiden haben hier auch richtig viel Spaß bei der Wagen. Ich finde es übrigens cool, dass die Textur noch überarbeitet worden ist. Das war ja vorher alles sehr, 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 sehr flach. Das ist aber auch wirklich sehr süß animiert. Ja, ab und zu ein paar Bilder. Ich will auch ein paar schöne Thumbnails haben. Deswegen mache ich die auch noch ab und zu. Könnt ihr hier eigentlich alle zusammenspielen? Weltbahnhof spielen mit... Ah, ne, könnte man nur alleine machen. Ja, dann spielst du jetzt erstmal. Und du könntest jetzt ja auch mal ein bisschen ins Bällebad hüpfen. Und Milan, genau, du kannst mit Puppen spielen. Ihr könnt ja machen auch ein bisschen, was ihr wollt. Ich muss euch ja da nicht mal alles vorschreiben. Schade irgendwie nur, dass gerade keine anderen Sims kommen. Ich weiß gar nicht, ob bei allgemeinen Grundstücken auch andere Sims kommen. Oder wie das dann ist, wenn man die auf allgemein hat. Weil Park wollte ich nicht machen, weil da hätte ich noch Bänke und Tische und oder nur Bänke gebraucht, aber auch noch einen Schachtisch. Und ich finde, das hat hier irgendwie nicht so gut hingepasst. Okay, dann gehst du aber mit ins Kugelbad. Nur rumstehen ist hier nicht. Du musst nämlich ein bisschen deine Fähigkeiten hochkriegen. Die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß hier, die Kleinkinder. Bällebad. Bällebäder waren aber auch wirklich mal cool. Also die mochte ich auch sehr gerne. Oh, ach, hier ist dieses Ganze zusammen nochmal. Okay, gut, dann würde ich sagen, ach, du kannst eigentlich hier auch durchkriechen. Und du kannst hier eigentlich auch durchkriechen. Du hast doch Macaroni mit Käse im Winter. War das überhaupt noch gut? Komm, dann gehst du auch mal eine Runde mit durchkriechen. So langsam wird er dir dreckig. Also wir müssen heute wahrscheinlich auch mal ein bisschen Kleinkinder baden. Und Annabelle hat auch schon wieder Hunger. Deswegen würde ich sagen, grillst du einfach mal eine Runde für alle zusammen grillen
Und zwar machst du bitte mal gegrillte Früchte, damit wir dann später auch noch alle ein bisschen was futtern können. Und in der Zwischenzeit können die Kleinkinder hier alle mal gemeinsam in dieser wundervollen Kletterburg spielen. Du bist schon wieder durch. Komm, weiter spielen, Kinder. Ihr müsst viel spielen. Denn eure Fähigkeiten müssen hochgehen. Okay. Da du das jetzt gemacht hast, würde ich sagen, können wir alle wieder mal zum Essen rufen. Zusammen ein Gericht nehmen. Aber ihr könnt ja trotzdem erstmal ganz in Ruhe weiterspielen noch. Also er nimmt sich jetzt was, aber die beiden können ja voll weiterkommen. Bevor du da durchgegangen bist, ist eh wieder alles vorbei und du kannst ja auch erstmal was zu essen nehmen gehen. Du hast hier schließlich von einer meisten Hunger. Nicht, dass du mir noch weggenommen wirst, das ist ja traurig. Dann wäre nämlich die Challenge schneller vorbei als gedacht. Aber das ist cool. Sie hat nämlich schon ein Merkmal, eine Fähigkeit auf Level 3. Er noch nicht, aber er hat auch schon eine auf Level 3. Und bewegen geht er an sich auch noch schnell hoch. Und Töpfchen. Also, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall gut machbar sein, den Kleinkindern das beizubringen. Ich meine, wir haben ja auch noch. 6 Tage nur noch? Wieso haben wir noch 6 Tage? Ich habe erst einen Tag mit euch gespielt. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen nachstellen, weil ich habe erst einen Tag mit den Kindern gespielt und ich habe 9 Tage Kleinkinder. Also irgendwas stimmt da nicht. Da muss ich das noch mal ein bisschen neu einrichten. Aber das kann daran liegen, dass ich den iMod noch mal neu installiert habe. Komplett neu. Dass da noch nichts geeignet ist. Also gut, dann muss ich das halt also neu einrichten. Aber das ist nicht so schlimm, das mache ich dann später. Die ganzen Altersstufen nochmal neu festlegen und einrichten. Oh, was hast du denn? Du bist wütend. Nein, mein Tunnel. Raus hier. Das ist meiner, meiner, meiner. Okay, weil die anderen auch mit im Tunnel drin waren. Oh je, die kleinen Kinder fangen schon an zu stinken. Können wir einfach seine Windel wechseln? Geht das? Reicht das schon aus? Er kommt, geh mal Windel wechseln. Vielleicht reicht das ja schon auf, dass er aufhört zu stinken. Guck mal, da läuft ein sehr, sehr aggressiver Sim durch die Gegend. Wer ist dieser aggressive Sim? Das interessiert mich jetzt so. Wer bist du? Ah, ich habe die Headline-Effekte ausgemacht. Und die muss ich mal wieder anmachen. Okay, sind wieder weg. Ja, aber ihr seid alle jetzt auch ziemlich dreckig, na, deswegen bist du auch traurig. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach Hause und baden mal die Kleinkinder. Wir können ja noch mal öfters herkommen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück nach Hause. Okay, die Abstimmung Autarkie hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft. Okay. Ach, du bist jetzt wieder ein bisschen sauberer. Wieso das denn? Ja, dann können wir ja noch ein bisschen hier bleiben. Er hat es jetzt einmal hochgeworfen und solche Seifenblasen gekommen. Vielleicht funktioniert das auch so gut. Du kannst ja mal hier durchkriechen. Hast du gerade ein böses Wort gesagt? Dann müssen wir dich mal direkt dafür ein bisschen maßregeln, dass dir nicht einfach irgendwelche bösen Wörter rumschreist. Erziehung. Ach, der ist halt maßregeln entschieden, anordnen nicht trotzig zu sein. Anordnen nicht zu schlagen wäre auch eine gute Idee. So genau. Dann bring das dein Kind mal bei, dass sie nicht schlagen soll und nicht trotzig sein soll und vor allen Dingen nicht schlagen soll. Oh, Level 4 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Ein kann jetzt Auszeiten verhängen. Okay. Können wir sonst noch irgendwas bei dir maßregeln? Entschieden. Enttäuscht, weil er trotzig war. Oh, sehr schön. Er hat jetzt also super Vater, einem Kind 4 Stunden bei den Hausaufgaben helfen. Level 6 die Erziehungsfähigkeit erreicht und ein Kind mit einem Charakterwert im Bereich des Erhaltens Merkmals haben. Okay, gut, das kriegen wir jetzt erstmal sowieso nicht mehr hin. Solange die Kinder Kleinkinder sind. Wir können uns trotzdem entschuldigen, weil wir haben anscheinend irgendwas gemacht, was nicht so cool war. Weil sonst könnten wir uns nicht entschuldigen. Ja, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr süß. Aber gut, da die Kinder jetzt schon langsam müde werden, würde ich sagen, gehen wir jetzt langsam mal trotzdem nach Hause. So, wir sind wieder da. In unserem wunderschönen, kleinen, feinen Zuhause. Und als allererstes werden wir jetzt die Kinder baden. Wir fangen mit Annabelle an und arbeiten uns durch. Für die anderen stelle ich schon mal Essen raus, damit die sich dann schon mal was nehmen können, wenn sie wollen. Okay, ein Gericht nehmen du und du nimmst dir bitte auch ein Gericht. Dann könnt ihr beide schon mal was futtern.
während Annabelle gebadet wird und danach wird dann einfach getauscht und der nächste wird dann gebadet und dann kann Annabelle was essen. Genau. Aber das ist schön, dass das hier platztechnisch doch alles hinhaut. Ich hatte nämlich schon Angst, dass es das ein bisschen zu eng wird. Ja, das funktioniert alles wunderbar. Milan, du gehst mal bitte essen und Annabelle, du gehst mal auch essen und jetzt ist aber auch schon Aiden fertig. Das heißt, als nächstes wird direkt Aiden gebadet. Genau, der ist nämlich schon durch. Und in der Zwischenzeit könnt ihr beide noch futtern, dann baden wir noch Milan. Und dann geht es wieder für alle Kleinkinder-Sims ins Bettchen. No, nicht in der Toilette spielen. Kind. Erziehung. Entschieden, anordentlich in der Toilette zu planschen. Ich glaube, Kane. Hello, könntest du aufhören, mit deinen Kindern zu reden oder dem Kind, das in der Toilette planscht, sagen, es soll das nicht tun? Und danach muss es auf jeden Fall jetzt gebadet werden. So, du kannst ja später noch den Rest nehmen. Du bist auch schon sehr müde. Aber ich habe dich doch gerade gebadet. Oh, nee, dich habe ich ja noch gar nicht gebadet. Gut, dann mach mal kurz ein Dickerchen in der Zeit. Und Annabelle, gut, dann gibt es heute keine gute Nachtgeschichte. Das war dann zeitlich einfach ein bisschen zu krass. Deswegen würde ich sagen, Annabelle, du legst dich einfach schon mal so ins Bettchen. Wieso kannst du nicht ins Bettchen gehen? Schlafen. Kannst du nicht alleine ins Bettchen gehen? Geh mal hier hin. Kannst du dorthin laufen? Okay, sie kann irgendwie nicht ins Bett, aber sie lag ja da letztens schon drin. Vielleicht müssen wir sie doch irgendwie ins Bett bringen. Okay, gut, jetzt gehst du kurz mal auf Toilette und danach musst du auf jeden Fall noch Milan baden. Kannst du denn alleine ins Bett gehen? Das würde mich mal interessieren. Ach, du willst erstmal aufs Töpfchen, das ist super. Versuchen aufs Töpfchen zu gehen, denn das ist großartig, dass du das alleine machst. Oh, jetzt legt sie hier auf den Boden und schläft. Milan, du musst wach werden. Und danach wirst du dann hoffentlich auch baden. Also drei Kleinkinder sind schon wirklich sehr, 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 sehr stressig. Okay, dann würde ich sagen, Kleinkind ins Bett bringen, Annabelle. Nicht Milan. Setz Milan mal wieder. Und dein Kleinkind ins Bett bringen, Annabelle. Weil irgendwie kann Annabelle nicht alleine ins Bett. Kannst du sie auch nicht ins Bett bringen? Geht das jetzt? Wach mal bitte auf. Und Aiden, du könntest hier versuchen, mal selber schlafen zu gehen. Und dann nochmal Annabelle. Ihr könnt nicht alleine ins Bett gehen. Ich muss euch jetzt immer ins Bett bringen. Wirklich? Wow, das ist ja gar nicht stressig oder so. Fladdersaus, Hallöchen, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen und... Oh, du hast aber einen hübschen Hals. Gar nicht creepy, überhaupt nicht, wenn man so eine Nachricht bekommt. So, dann bringen wir lesen ihn halt aber nicht zu, sondern bringen sie einfach so ins Bett, sonst dauert das nämlich einfach alles viel zu lange. Wie sieht's denn aus mit den Töpfchen? Ach, dann würde ich sagen, bringen wir ihn ins Bett, dann bringen wir Mila nochmal aufs Töpfchen zu kriegen, damit wir vielleicht zwei Kinder haben, die schon selbstständig aufs Töpfchen gehen können. Das wäre ganz cool und dann später nochmal Annabelle und... Dann bringen wir aber auch dann den Milan ins Bett. Oh, okay, jetzt ist es abgebrochen. Aber erstmal bringen wir ihn nochmal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Ja, das ist super wichtig. Ah, sehr schön. Er hat auch Level 2 des Töpfchens Fähigkeitsteils erreicht. Das heißt, er kann jetzt auch ganz alleine aufs Töpfchen gehen. Dann wird er so nach Annabelle und dann ist das super entspannt. Vielleicht kaufe ich dann sogar noch ein zweites Töpfchen, was ich hier daneben stelle. Dann geht das dann auch alles ein bisschen schneller. Jetzt, wo sie es dann auch alleine können. So, dann noch das dritte Kind ins Bettchen und dann nochmal das Töpfchen sauber machen. Wieso bist du jetzt wach? Du hattest einen Albtraum. Oh no, Mausi. Okay, dann müssen wir sie nochmal ein bisschen trösten. Nicht schreien, nicht, dass deine Brüder wieder wach werden. Oh nein, er ist wach. Weil Kleinkind geschrien hat. Bist du deswegen wach? Leute, ich bin jetzt schon super... Nein, nicht schreien. Ach, Kinder. Komm, nein, jetzt ist er auch wieder wach, oder? Nein. Nö, Level 5 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Das ist super anstrengend. Okay, er möchte jetzt in diesem Bett schlafen. Das ist vollkommen okay. Oh nö, jetzt ist er... Och, Mausi. Gut, dann jetzt erstmal Annabelle. Warst du jetzt so müde? Wahrscheinlich, ne? Ich will in mein Bett. Ja, auf jeden Fall kommst du in dein Bett. Dann Milan. Gut, dann tauscht ihr einfach mal Bettchen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber Hauptsache, ihr schlaft jetzt mal alle. Genau, und jetzt müssen wir noch den kleinen Milan ins Bett bringen. Irgendwie schlafen die Kinder heute nicht. Kaum ist der eine wach, stehen die anderen wieder auf. Was ist denn jetzt mit dir los? Wehe, du wächst das Kind auf. Okay, bring Aiden nochmal ins Bettchen. Bitte nicht stören, Putzwut, wegen tiefen Reinigung eines sehr schmutzigen Stockwerks.
weil unser Grundstück so sau dreckig ist, aber es geht doch eigentlich voll klar, oder? No, 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 Aiden ins Bett bringen, bitte. Bring Aiden ins Bett. Oh mein Gott. Kleinkinder sind wirklich das Nervigste auf der Welt, vor allem wenn du drei Stück hast. Ich habe die zweite Folge und ich bin jetzt schon ultimativ verzweifelt. Aufzusitzen und bring das Kind ins Bett, bitte. Es ist 4 Uhr morgens. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Dann schläft Aiden halt auf dem Fußboden. Und dann sehen wir uns in der 6. und 9. Folge wieder. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.